Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Talentreport hier auf meinem Kanal. Und zwar haben wir heute ein junges Dortmunder Talent, und zwar Jeremy Dudziak. Er ist 19 Jahre jung, in Duisburg geboren, derzeit beim BVB unter Vertrag. Linksverteidiger ist seine Position, 1,76 Meter groß und seit 2015 im Team. Also 2015 unterschrieb er seinen Profivertrag für die Dortmunder. Kam davor aus der Schalker Jugend 2009, durchlief dann die Jugendabteilungen des BVBs, ging dann in die zweite Mannschaft vom BVB und wie gesagt, dieses Jahr unterschrieb er seinen Profivertrag für die Dortmunder. Aufgrund der vielen Verletzungssorgen kam er bis jetzt auch schon auf 2 Bundesliga-Einsätze, dort mit einer Torvorlage, spielte auch in der dritten Liga, in der zweiten Mannschaft bei Dortmund, dort mit 11 Einsätzen und ebenfalls einer Torvorlage. Ja, er spielt auch für Deutschland, durchlief dort von der U15 bis zur U20-Nationalmannschaft die Kader. Jeremy Dudziak, ein Spieler, der aufgrund der vielen Verletzungssorgen beim BVB jetzt den Schritt geschafft hat in die Bundesliga, kam dort halt wie gesagt auf 2 Einsätze, wo da man bei BVB jetzt viel auf den äußeren Positionen, besonders im defensiven Bereich, Verletzungssorgen hat und da braucht man natürlich solche jungen Spieler und da hat er seine Chance jetzt einfach bekommen. Der junge Mann, der auch für Ghana ja noch spielen könnte, also steht ja noch nicht fest, ob er weiter für Deutschland kickt. Sein Vater kommt ja aus Ghana und daher hat er auch dort eine Spielberechtigung. Ja, auf jeden Fall 19 Jahre jung, Dortmund kann ja mit Talenten umgehen, das ist mit Sicherheit kein Geheimnis mehr und auch er ist mit Sicherheit ein Talent, was seinen Weg gehen könnte. Es kommt natürlich ganz drauf an, wie es bei Dortmund jetzt weitergeht. Wenn wieder alle fit sind, dann wird auch ein Jeremy Dudziak wieder in die zweite Mannschaft mit Sicherheit gehen und dort auf seine Einsätze kommen. 11 Einsätze in der dritten Liga sind auch noch nicht so wahnsinnig viel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es könnte auch sein, dass er dort an Verletzungssorgen ein bisschen knabbern musste im Verlauf der Saison. Sonst wäre er mit Sicherheit auf mehr Einsätze gekommen. Aber was ich von ihm jetzt in seinen 2 Bundesligaspielen sehen konnte und auch schon davor in der dritten Mannschaft habe ich ihn mir mal so etwas unter die Lupe genommen. Dort hat er eigentlich sehr gute Leistungen gebracht, ist ein kleiner, flinker Spieler, technisch gut am Ball. Also Schnelligkeit ist auf jeden Fall sein Vorteil, was natürlich auch wichtig ist auf den Außenpositionen. Also Jeremy Dudziak mit Sicherheit einer, der seinen Weg gehen könnte, da besonders im Defensivbereich immer wieder Spieler gesucht werden. Und wenn du jetzt schon bei Dortmund spielst, wie hoch soll die Karriere eigentlich noch gehen? Auch wenn es bei Dortmund derzeit nicht so gut läuft, trotzdem ist mit Sicherheit klar, dass Dortmund einer der Größen im deutschen Fußball ist. Darüber kommt nur noch der FC Bayern. Die Saison, klar, kann man jetzt nicht zählen, aber ich finde, man sollte nicht aufgrund einer Saison den BVB dort so miese machen. Mit Sicherheit wird er seine Einsatzzeit bekommen. Jürgen Klopp setzt ja auf junge Leute auch. Das ist mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich denke mal, vielleicht kann man auch mit einer Leihe bei ihm viel bewirken, dass er vielleicht wie ein Moritz Leitner, ein Leonardo Bittencourt, ein Hofmann. Das machen die Dortmunder ja gerne, junge Spieler verleihen. Warum dann nicht auch ein Jeremy Dudziak, dass er auf seine Einsatzzeit vielleicht in der zweiten oder ersten Bundesliga kommt. Das Potenzial dazu hat er auf jeden Fall. Er ist nicht umsonst U20-Nationalspieler auch und hat auch nicht umsonst mit der U19 in 5 Einsätzen und einem Tor dort die U19 mit so einem Europameistertitel geführt. Also, ganz klar für mich, Dudziak muss man ein Auge drauf haben. Besonders wenn er zu seinen Einsätzen kommt, hat eigentlich gute Leistungen jetzt immer abgeliefert, was ich so sehen konnte. Meiner Meinung nach auch ein Spieler, den man nicht so schnell abschreiben sollte, auch wenn jetzt die ganzen Spieler wiederkommen bei Dortmund im Kader, wenn sie alle wieder fit sind. Man muss natürlich auch gucken, wie werden sie in der Saison aufgebaut sein, wen holen sie noch. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Kommen neue Spieler vielleicht auch auf dieser Position, das ist natürlich dann immer ein großer Konkurrenzkampf. Aber wie gesagt, da kann man natürlich über die
Leihen gehen, das ist mit Sicherheit immer eine gute Sache, die man da machen kann, auch für die Entwicklung der Spieler. Also ganz klar, das Fazit können wir hier ziehen: Jeremy Duciak, ein Spieler, den man im Auge hat, behalten sollte. Er braucht seine Einsatzzeit, das ist klar, das ist wie bei jedem jungen Spieler. Vielleicht auch noch mehr in der dritten Liga, vielleicht hilft eine Leihe dort, wie bei den anderen jungen Dortmunder Talenten. Ich denke mal, in der zweiten Liga würde er sich gut schlagen, könnte er sich beweisen und zeigen, was er drauf hat. Meiner Meinung nach wäre das auch die beste Alternative für ihn. Und ich hoffe einfach, dass wir wieder was von ihm hören, denn seine bis jetzigen Leistungen waren wirklich gut, da kann man nichts gegen sagen. Und ja, also ich bin mir eigentlich sicher, dass man ihn in der ersten oder zweiten Liga längerfristig sehen wird. Das war zu Jeremy Duciak. So, schaut euch auch die anderen Videos an, wie hier Luca Waldschmidt oder Timo Werner, die jungen Talente, die ich schon in meinen Talentreports hatte. Dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es so ist. Schreibt Kommentare mit Kritiken, was ich verbessern kann, was vielleicht das nächste Talent auch sein kann, den ich mir vornehme, welches junge deutsche Talent. Gibt noch eine Menge auf jeden Fall. Und da hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, wäre cool. Dann macht's gut.